Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und zwar reagieren wir heute mal auf 8 YouTuber, die fast vor laufender Kamera gestorben wären. Ich hoffe, es ist ein bisschen funny gemeint mit Monte hier, der ja ein bisschen zu viel geschüttelt hat. Ja, abonniert gerne den Channel, lasst doch gerne einen Daumen da und wir starten direkt los. Ach ja, und schaut doch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Viele YouTuber zeigen große Teile ihres Lebens im Internet. Genau das meine ich hier. Manchmal passieren ihnen dabei Dinge, bei denen sie mehr als nur einen Schutzengel gehabt haben müssen. In diesem Video erwarten euch daher 8 YouTuber, ich kann mir denen gut vorstellen, die vor der Kamera gestorben wären. Also bleibt unbedingt dran hier bei Wissenswert. Ach, und schreibt uns bei dieser Gelegenheit doch mal in die Kommentare, ob ihr selber auch schon mal in Situationen geraten seid, denen ihr nur mit viel Glück und ganz knapp entkommt. Ja, das Ding ist halt auch, man weiß das halt im Vorhinein nicht, sondern merkt oder realisiert das dann erst im Nachhinein, wenn es sehr brenzlig war. Und das ist halt, denke ich mal, auch in ihrer Situation so. Los geht's. Mich wundert doch, dass Knossi noch keinen Herzinfarkt hatte. Der YouTuber, der ursprünglich mit lustigen Videos bekannt wurde, zählt zu den alten Stars dieser Videoplattform. Stimmt. Macht schon seit einiger Zeit mit eher fragwürdigen Konzepten, ja, Dubai und so Zeug, bezahlten Online-Kursen von sich reden. Simon lebt mittlerweile in einer Villa in Dubai und genießt sein Leben dort in vollen Zügen. Kürzlich passierte ihm dann aber etwas, das alles hätte ändern können. Und zwar geht es um ein Video, in dem er sich auf einem Jetski auf dem Meer filmt, in der Nähe des legendären Burj Al Arab. Wow. In dem Clip, den er für Instagram aufnahm, zeigt er, wie schnell sein Jetski fahren kann und sagt dann noch, dass es ganz schön krass sei, mit über 100 km/h übers Meer zu fahren. 100 km/h zum Teil? Als er die Kamera ausmachte, fiel er direkt danach ins Wasser. Mein Gott. Auch wenn er sich dabei zunächst nicht verletzte, passierte dann etwas viel Dramatisches. Eine Qualle gestoßen. Eine Qualle griff ihn nämlich sofort an, als er ins Wasser fiel, und er spürte schnell ein starkes Brennen auf seinem Bein und seinem Fuß. Wie brisant die Situation aber wirklich war und wie viel Glück er hatte, erkannte er erst später, nachdem er herausgefunden hat, dass es sich bei der Qualle um eine hochgiftige Würfelqualle handelte. Würfelquallen können Menschen nur durch Berührung so schwer vergiften, dass es viele gar nicht überleben. Hätte er Pech gehabt, hätte dies auch gut seine letzte Jetski-Fahrt sein können. So ist er aber noch einmal mit dem Schrecken davongekommen. Ja. Und will auch in Zukunft nicht auf Jetski-Ausflüge verzichten. Vorstellen. Weiter geht's mit der Nummer 7. Muss halt einfach besser aufpassen, der Junge. Der YouTuber dürfte den meisten durch seine verrückten Videos auf jeden Fall, in denen er komplett grün angemalt mit freiem Oberkörper singt und tanzt. What the fuck? Auch seine Besuche bei Jasmin Ritter, von der aus SternTV bekannten Familie Ritter, verhalfen ihm zu Popularität. In einem Stream wurde es dann aber plötzlich ernst bei Gurkensohn. In diesem Livestream, den er zusammen mit seinem Fan Dodo veranstaltete, redete und schrie Gurkensohn sich nämlich in seiner gewohnt aufgedrehten Art völlig in Rage. Genauer gesagt, hyperventilierte er dabei sogar. Und genau das machte seinen Kreislauf nicht lange mit, weshalb er wenig später ohnmächtig auf dem Sofa zusammensackt. Dodo schien dies alles für einen Scherz zu halten und streamte daher zunächst unbeirrt weiter. Schließlich versuchte er dann aber Gurkensohn wieder aufzuwecken, was auch schnell gelang. Gurkensohn musste zwar anschließend minutenlang stark husten, war aber ziemlich schnell wieder wohl auf. Gott sei Dank ist da nicht viel mehr passiert. Michael Schmidt, der in seinen Videos ausführlich Elektroautos Porsche testet. Im Oktober hatte ihm Audi hierzu ein e-tron GT, ein Elektroauto mit geiles über 500 PS geliehen. Und sieht Michael verdammt spacig aus. Einen Samstagabend auf der A45, als es passierte. Das ist aber keine Autobahn. Er hatte gerade einen Mercedes überholt und plötzlich liefen ihm dann bei hoher Geschwindigkeit gleich 2 Wildschweine vor das Fahrzeug. Wie sind die auf die Autobahn gekommen? Gibt es da nicht Fangzäune oder so? Das hätte aber nicht nur für ihn schlimm ausgehen können. Zum Bremsen ach, war es bei 250 Stundenkilometer zu spät. Und so kam es zu einer heftigen Kollision. Er hat ihn zerstört. Zu Michaels Glück saß er bei diesem Unfall aber in einem äußerst robusten Auto. Der Audi e-tron GT hat mir das Leben gerettet. Der großen Knautschzone im Frontbereich sei Dank, konnte er schon wenige Stunden später auf YouTube Entwarnung geben. Alle Airbags hatten ausgelöst und Michael ist mit dem Schrecken davongekommen. Auf der Nummer 5 befindet sich ein YouTuber, dessen Videos sich um ziemlich außergewöhnliche
außergewöhnliche Dinge drehen. Den Jungen kenne ich ja gar nicht. Von Kentucky Ballistics zeigt seinen über 2 Millionen Abonnenten, nämlich wie er verschiedenste selbstgebaute wie auch gekaufte militärische Konstruktionen testet. Oh, im April wollte er dann zeigen, das wie kann nur schlecht ausgehen, sowas. 50, also ein Gewehr mit ziemlich großkalibriger Munition abfeuert. Safe der Rückschlag. Ich traue mich fast wetten, es ist safe der Rückschlag. Laut Kentucky Ballistics musste aber irgendjemand mit der Munition herumgespielt haben, wie er später sagte. Und so ging, als er den Abzug plötzlich das ganze Gewehr in die Luft. Der YouTuber wurde dabei von einigen Teilen sogar erwischt. Ach du heilige Scheiße, die Nase abgebrochen. Einige Zeit nichts mehr erkennen. Glücklicherweise stellte sich später heraus, dass seine Verletzungen ihn nicht dauerhaft behindern würden. Nach einer OP konnte er nach 8 Tagen wieder nach Hause. Sein Augenlicht kehrte ebenfalls zurück und er erholte sich schnell wieder. Kommen wir nun zu Waffen. Nummer 4, das sieht man Betreibern des deutschen Kanals Survival Masters. Wie viele andere auch, besuchen diese sehr gerne Lost sogenannte Lost Places. Also verlassen Fähig auf jeden Fall, aber das ist halt sehr gruselig am Abend. Filmen dabei alles, was sie dort finden. Der Besuch vieler Lost Places ist verboten, ja, weil in alten Anlagen natürlich häufig Gefahren lauern. Dies mussten die Survival Masters im letzten Jahr dann auch selber erfahren. Sie besuchten nämlich gemeinsam eine alte, verlassene Fabrik und überlebten dies nur mit viel Glück. Durchgebrochen, oder? Nachdem sie in den dunklen Räumen herumgewandert waren, entdeckten sie gerade noch rechtzeitig unmittelbar vor ihren Füßen ein ungesichertes, tiefes Loch, welches mehrere Stockwerke nach unten führte. Alter! Da wäre ich ja übelst tot gewesen. Ein Sturz wäre hier definitiv übel ausgegangen und so empfahlen sie ihren Zuschauern auch direkt im Video noch, dass sie immer genau gucken müssen, wo sie hintreten und dass man nie alleine auf Lost Places Tour gar nicht am besten, aber geht's mit das der würde ich und Philipp Mickenbecker von den Real Life Guys. Zusammen mit seinem Zwillingsbruder und seinen Freunden wurde der lebenslustige YouTuber durch spektakuläre Bauprojekte wie eine fliegende Badewanne oder ein riesiges Baumhaus. Die haben sich doch immer in Lebensgefahr wurde bei begeben. Ihm dann jedoch die Krankheit Krebs diagnostiziert und genau wie Philipp all die schönen Sachen in seinem Leben mit der Real-Life-Guys-Community teilte, so teilte er auch dieses Schicksal mit ihnen. Anstatt zu verzweifeln, beeindruckte der YouTuber, obwohl er wusste, dass er es nicht überleben wird, alle mit seinem unerschütterlichen Glauben an Gott und seine Stärke, mit der er der Krankheit entgegentrat. Obwohl er selbst die Erde verlassen musste, motivierte Philipp auch noch ganz zum Schluss seine Zuschauer in die echte Welt hinauszugehen, etwas Eigenes auszuprobieren und etwas zu erleben, anstatt nur zu Hause zu bleiben. Genau so leben seine Ideen auch noch über seinen Tod hinaus weiter. Auf der Nummer 2 befindet sich der YouTuber Felix von der Laden, der auch als Dena bekannt ist. Felix erlangte früher zunächst vor allem durch seine Let's Plays und Vlogs Popularität, aber auch sein Leben im YouTuberhaus und Dinge wie die Longboard-Tour machten ihn zu einem der größten YouTube-Stars von damals. Bereits seit 2017 ist der YouTuber aber auch professioneller Rennfahrer. Und dass es bei dieser Tätigkeit auch mal zu Unfällen kommt, ist natürlich logisch. Im letzten Jahr erlebte Felix dann allerdings einen heftigen Unfall. Er steuerte seinen Wagen nämlich gerade mit 160 km/h über den Nürburgring, als es plötzlich passierte. Durch Kies auf der Fahrbahn rutschte das Auto weg und Felix fuhr direkt in die Seitenmauer. Oh mein Gott, oh mein Gott. Gegenwärtig gelang es ihm noch, seine Hände vom Steuer zu reißen, um so Verletzungen zu vermeiden. Das lernt man, glaube ich, auch in der Formel 1 direkt. Ich meine, bevor am Einsteig die Hände am Körper legen, sonst das Lenkrad würde dann die Hände abreißen. Trotz des heftigen Aufpralls kam der YouTuber hier aber noch einmal mit dem Schrecken davon. Und nur das Auto war beschädigt. Er steigt, während dem Rennen steigt er einfach easygoing aus. Ich mag ihn natürlich sehr. Er steigt der easygoing aus, nimmt die Kamera und filmt das sogar noch und kommentiert das noch. Das finde ich einfach total genial. Ich meine, ein normaler denkt so, oh scheiße, und irgendwie ist schaut so wie irgendwie verletzt ist, nein, er steckt raus, filmt das direkt mit der Kamera, ich finde das so genial. Was kann auf eins sein, welcher YouTuber könnte sich, fast vor laufender Kamera, wäre fast vor laufender Kamera gestorben? Ich meine, fast gestorben ist jetzt noch nicht richtig jemand. Einer ist natürlich gestorben, aber durch YouTube
Gucken wir mal. Auf der Nummer 1 befindet sich der beliebte YouTuber Simon Unger, der mittlerweile vor allem für seine Reaction-Streams gefeiert wird und aus der YouTuber-Szene nicht hat er sich mehr an die Tastatur erstickt oder was? Vor 3 Jahren offenbarte er seinen Followern dann etwas, mit dem sie niemals gerechnet hätten. Simon leidet nämlich schon seit seiner Kindheit an einer seltenen Erbkrankheit namens hereditäres Angiödem. Lange schon traten bei ihm immer wieder starke Magenschmerzen auf und Körperstellen schwollen an, ohne dass sich dies logisch erklären konnte. Schließlich stellte sich heraus, dass sich diese Krankheit schon bei kleinen Triggern wie Stress oder Freude bemerkbar mache und so dafür sorgt, dass Simons Haut, seine Schleimhäute und sogar seine inneren Organe stark anschwellen. Weil diese Auswirkungen sichtbar waren, legte der YouTuber wieder Pausen ein, damit ihn seine Fans nicht in diesem Zustand sahen. Schließlich entschied er sich aber doch dazu, sein Schicksal zu teilen, weil er sich nicht länger verstecken wollte. Als wäre diese Krankheit noch nicht genug, entkam er dann im letzten Jahr während eines Unwetters auf Madeira auch nur knapp dem Tod. Durch den starken Wind kippte nämlich ein Straßenschild um und verfehlte das Auto des YouTubers nur um Haaresbreite. Das war's auch schon mit unserem Video. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr bei solchen Sachen gut, ich meine, sorry, no front, es kann natürlich sein, dass er durch dieses Verreißen vom Lenkrad irgendwie wo reinfahren kann, aber das Schild an sich, wie hätte ihn das töten sollen? Sorry, aber das, ich glaube nicht. Okay, trotzdem. Ob ihr denkt, dass alles, was uns im Leben so widerfährt, nur reiner Zufall ist? Wir sind mal auf eure Meinung gespannt. Ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut. Ich denke mal, sowas wie Schicksal gibt es nicht. Es ist einfach alles irgendwie logisch zu erklären. Trotzdem, ja, es ist natürlich, ja, doch natürlich auch gefährlich, welches Leben die teilweise leben. Manchmal auch selbstverschuldet, muss man sagen. Nicht in allen Fällen, also absolut oder in den wenigsten Fällen. Trotzdem auch, man muss halt aufpassen. Und das zeigt das immer wieder. Das Schicksal schläft nicht. Und, oder halt, ja, das, ja, sowas passiert leider immer wieder. Und ich hoffe, ihr passt auf euch auf. Abonniert, passt auf euch auf. Und abonniert gerne den Channel. Lasst euch gerne einen Daumen hier oben da und schaut euch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Links sind mal unten in der Bio. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns hoffentlich morgen oder später. Bis zum nächsten Mal und ciao. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want.